when you are at your weakest. And fear and doubt are a burden too heavy to bear. Remember this. Hallo und herzlich willkommen, liebe Gaming-Freunde. Hier ist wieder euer Goodie mit einem weiteren Video zu God of War Ragnarök. Ihr habt euch gewünscht, ich habe geliefert. Jedenfalls endlich geliefert. Und zwar kam sehr oft die Nachfrage, dann doch die Sammelobjekte nicht nur halt, ja, alle zusammen zu haben, sondern wenn man halt irgendwie zum Beispiel nur die Nornentruhen haben möchte, dann diese einzeln. Dementsprechend habe ich euch das Video für die Nornentruhen bereits geliefert. Und dann gab es auch den Wunsch zu den Raben. Bei den Raben war es so, dass ich wirklich das Spiel nochmal komplett neu durchspielen musste, um hier wirklich vernünftiges Videomaterial abliefern zu können. Das habe ich jetzt hinter mir und damit bin ich euch stolz präsentieren zu können. Damit bin ich stolz, euch präsentieren zu können. So genau soll der Satz sein. Das Rabenvideo, alle 48 Raben in einem einzigen Video und das Ganze in sehr, sehr kurz zusammengeschnitten. Mag hier momentan gerade beim Wachturm nicht unbedingt der Fall zu sein, weil ich hier ein bisschen mehr gezeigt habe, aber im Großen und Ganzen ist das hier wirklich eine Quick und Dirty Video. Man sieht das, 48 Raben in 27 Minuten, die Belohnungen sind auch noch drin. Letztendlich waren es, glaube ich, 24 ja, Minuten für 48 Raben, das bedeutet natürlich wirklich, dass das hier sehr, sehr flott geht und das bedeutet für euch auch eine gute Kenntnis, wie ihr zu den Sachen hingelangt, denn das habe ich hier halt extra im Video nicht mit drin. Wenn ihr an irgendeiner Stelle in Probleme kommt, weil irgendeine Tür nicht auf ist, irgendwas im Weg ist, irgendwas nicht so ist, wie das ja von euch gewünscht ist, Punkt 1, ihr solltet das Spiel auf jeden Fall durchgespielt haben. Also einige Raben, wie zum Beispiel diese hier, die ich gerade zeige, kann man holen, ohne das Spiel durchgespielt zu haben. Aber bei einigen ist es dann so, nur weil ihr den Speer habt, heißt das nicht, dass ihr überall drankommt, ne? Weil wenn ihr im Storyverlauf den Speer erhaltet, geht es anschließend zum Beispiel nochmal nach Vanaheim. Und das bedeutet, dass dort dann zum Beispiel eine zusätzliche Tür offen ist, nachdem ihr den Speer erhalten habt. Also weil da geht es nochmal in die Zone, da ändern sich nochmal Sachen in der Zone. Ganz genauso haben wir es natürlich, ihr müsst den Krater entdecken, ihr müsst den Krater fluten, ihr müsst halt generell einiges machen zum Teil, um an diese Stellen heranzukommen. Und wie gesagt, wem das dann zu kompliziert ist, wer dann hier merkt zum Beispiel, ihr seid halt, sag ich mal hier, Alberich-Höhle ist was gerade ein blödes Beispiel, aber da sind wir gerade und ihr kommt dort nicht weiter, dann schaut euch das entsprechende Zonenvideo an. Ich habe ein Video für jede Zone, und zwar wie wir von A bis Z durchrennen. Und da gibt es dann auch nicht so oft die Map-Einblendung, weil diese Videos dafür gedacht sind, dass wir wirklich halt ja gemeinsam uns auf den Weg machen. Zwischendurch habe ich da zwar immer wieder die Map drin, aber halt letztendlich ist es dafür gedacht, dass wir gemeinsam durch diese Zone hindurchlaufen und so alle Gefallen lösen, so vor allem halt auch alle Wege ja freischalten, um an die Sachen heranzukommen. Das gibt es hier in diesem Video nicht. Hier zeige ich euch nicht alle Sachen zum Freischalten. Ein Teil zeige ich, wenn es nicht zu lang ist, wenn es nicht zu viel wegnimmt, zeige ich es, damit man das so ein bisschen auf alle Fälle dann auch hier anhand dieses Videos finden kann. Aber bei manch anderen Dingen ist es einfach so, dass es wirklich gerade in Vanaheim sehr, sehr kompliziert wird. Oder halt, wenn ihr den Krater fluten müsst. Oder halt auch ganz, ganz wichtig, Tag- und Nachtwechsel. Auch dafür habe ich nochmal eigene Videos, wie man den Krater flutet. Wie man einen Tag- und Nachtwechsel vorbereitet. Die Fragen kamen, ihr wollt es vielleicht nicht glauben, die Fragen kamen auch oft. Hä? Wieso komme ich da nicht hin? Ich so, ja, wechsel auf Nacht, dann geht's. Oh ja, jetzt geht es. Das wurde in der Story zwei- oder dreimal einem beigebracht, die Sache mit dem Tag-Nacht-Wechsel. Wir haben in der Story den Mond geholt. Also es war eigentlich schon klar, wie die Sache mit dem Tag- und Nachtwechsel ist. Deswegen achtet einfach drauf, wenn ihr in Vanaheim zum Beispiel seht, dass ich da nachts rumlaufe, dann könnt ihr davon ausgehen, dass nachts die Wege auch frei sind. Und wenn ich am Tag rumlaufe und ihr irgendwo nicht hinkommt, dann wechselt halt die Tageszeit. Also das ganz wichtig für euch als Hinweise. Da habe ich jetzt schon über 4 Minuten mit verbraten, nur die Hinweise zu geben, statt direkt auf die Sammelobjekte im Hintergrund einzugehen. Aber das war mir ganz wichtig, damit ihr hier wirklich den 100%igen Einstieg habt. Denn, wie gesagt, ihr braucht viele, viele Fortschritte, gerade in den Zonen, die später kommen. Und daher hoffe ich, dass ich euch soweit helfen konnte. Wenn ihr Fragen habt, nehmt die Komplettvideos. Auch hier zum Beispiel Lingbacker Insel. Da muss man relativ viel machen, um überhaupt erstmal hier an diesen, ja, an diesen Pfosten zu kommen, den ich gerade abgeschnitten habe. Und wenn ich den Pfosten abgeschnitten habe, dann habe ich hier an der Seite nochmal in so einem Nest drin gefunden,
nenne ich es mal explosive Steine, den nehme ich gleich in die Hand und renne mit diesem explosiven Stein hier rüber, um dort die nächste Barriere wegzusprengen. Und so können wir dann hier so nach und nach mehr Sachen auf der Insel freischalten. Also auch das ist nicht sofort eingängig, dass ihr hundertprozentig den Weg laufen könnt. Wenn ihr ihn nicht laufen könnt, dann macht ganz kurz einfach den Gefallen. Dann Mimir sagt euch auch genau, wie das hier auf der Insel letztendlich läuft. Also das sollte kein Problem sein. Zum Beispiel solltet ihr auch nochmal später, um an das andere Dock zu kommen, um hier diesen Gefallen abzuschließen, nochmal wiederum mit diesen Sprengsteinen wo rumlaufen, habe ich im Komplettvideo drin. Damit geht es zum komplizierten Part, die Schmiede. Wir sind hier mit dem Wagen hochgefahren, ne? Wir sind hier mit der Eisenbahn hochgefahren, mit der Trötrötbahn habe ich auch nicht drin, ne? Mit der Trötrötbahn einmal hier hoch zur Schmiede. Dann haben wir hier vorne direkt am Eingang das eben gehabt und jetzt sind wir schon am Ende der Schmiede. Und zwar führt euch dort auch die Story hin. Wenn ihr noch hier in der Story seid, weil ihr sie nicht durchgespielt habt, ne, dann könnt ihr gleich direkt hier den Raben holen. Ansonsten müsst ihr halt später hier nochmal hin zurückreisen über die Trötrötbahn, wie ich es gerade so nett genannt habe, dann über den Lift nach oben, um dann hier an diesen Raben zu kommen in der Schmiede. Damit geht es rüber zu Jans Mieder Tagebau. Und zwar könnt ihr den auch schon innerhalb der Story mitnehmen, denn das ist genau die Ecke, wo wir von der Story aus, von da oben kommen wir, nämlich überhaupt den Jansmieder Tagebau betreten. Ansonsten, wenn ihr es später macht, dann kommt ihr wahrscheinlich von der anderen Seite, ganz genauso wie ich euch in meinem Komplettvideo gezeigt habe, dann kommt ihr, wie gesagt, von dort drüben, wo ich gerade so relativ hingucke. Ansonsten, innerhalb der Story habt ihr bereits hier vorne das. So, nächste schwere Sache, der Apfelkern. Wir kommen von da hinten, wir haben hier dieses kleine Rätsel gelöst, das ist auch Story, das ist am Anfang Story, da haben wir hier dieses Rätsel gelöst, um hier diese Maschine hier in Gang zu bringen, dann hier rüber zu kommen und dann dort den Raben mitzunehmen. Ansonsten kommen wir aus der rechten Tür, normalerweise kommen wir dann aus der rechten Tür, wenn wir später nochmal in den Apfelkern rein wollen und rennen direkt auf den Raben drauf zu, dann können wir ihn gar nicht übersehen. Damit geht es rüber nach Midgard, Brunnen von Urd. Und zwar kommen wir von da unten, sind einmal ganz diesen Berg hochgeklettert. Auch das könnt ihr einfach gar nicht verfehlen. Hier den Berg, den Weg hoch, den Weg, den Berg hoch. So, dann See der Neun. Und zwar ganz außen Richtung Außenposten der Räuber. Räuberlager ist da hinten. Und das ist also hier neben Tiers Tempel. Und dort ist ein Rabe. Dann haben wir noch einen am See der Neun, einen weiteren. Und zwar auch wieder direkt Südseite Tiers Tempel. Und zwar sieht es auf der Karte sehr, sehr gut. Da drüben sehen wir den Muspelheimturm und dann einmal hier in diese kleine Passage hineinrennen. Und dort sehen wir ihn schon leuchten, Rabe Nummer 16 hier in Midgard. Wie gesagt, der ist ganz easy peasy, also direkt Südseite Tempel kann man nicht verpassen. So, damit geht es rüber in den verlassenen Außenposten. Und zwar hier hinten in der Ecke und zwar direkt hier im Schiff ist der Rabe drin. Und dann werden wir gleich nochmal ein bisschen in den verlassenen Außenposten rein müssen. Aber da gab es nichts Besonderes, um das irgendwie freizuschalten. Da kann man auch praktisch wirklich direkt hinrennen, wenn man dann auch noch in der Lage ist, den Raben zu treffen. Generell, ihr seht, ich nutze oft den Speer. Der Speer ist meistens besser, um die Raben zu erwischen, als die Axt. Das war, obwohl ich fand es ehrlich gesagt schöner im ersten Teil, weil ich da gezwungen war, die Axt zu nehmen und dann viel stärker Flugbahn sozusagen berechnen musste oder halt Dauer des Fluges, wann komme ich da an. Und das ist mit dem Speer jetzt dieses Mal dann doch eine ganze Ecke leichter, auf alle Fälle die Raben zu erwischen. Und dadurch, dass sie auch noch so grün leuchten, sind sie zum Glück auch besser zu finden als im letzten Part. So, hier müssen wir einmal diesen Pfeiler anhauen. Jetzt habe ich hier einen Kampf rausgeschnitten. Normalerweise habt ihr hier nochmal ein bisschen größeren Kampf vor euch und dann brauchen wir da auch gar nicht großartig jetzt hier in den Außenposten rein und da irgendwie durchkämpfen. Wir kommen auch von hier hin, wenn wir ein bisschen höher zielen, aber wirklich nur ein kleines bisschen höher, dann haben wir hier den nächsten Raben erwischt und weiter geht's zu die Ruderer. Die Ruderer kommt ihr auch fast direkt hin und hier gibt es nochmal ein bisschen Kampf um. Also vorher haben wir ein bisschen Gestrüpp weggemacht, sind dann dem Weg gefolgt, sind dann automatisch die Treppe hier runtergekommen, sind in diesem Raum gelandet. Dann haben wir unten gekämpft, dann haben wir hier oben gekämpft und dann konnten wir schon direkt hier die Kette hochklettern. Die war meiner Meinung nach, haben wir die nicht von der anderen Seite irgendwie erst herunterfallen lassen müssen. Und müssen hier normalerweise den Gefallen erledigen. Ihr seht das, ich bin direkt an dem Gefallen, wo wir Sigruns Sachen irgendwie einsammeln.
Übrigens, perfekt, das war das erste Mal, dass ich daneben geschmissen habe und die Explosion vom Speer tatsächlich wirklich den Rahmen weggemacht hat. So, angekommen in Alfheim, der Strönd. Und zwar direkt Schnellreisetor, da brauche ich also gar nicht großartig irgendwas zu sagen. Ihr geht in diese Richtung, deswegen bin ich hier ruhig ein kleines bisschen eher eingestiegen, weil wir haben am Schnellreisetor drei Möglichkeiten wegzugehen. Und deswegen dachte ich, gut, okay, dann zeige ich das lieber direkt vom Schnellreisetor, in welche Richtung wir gehen, um dann hier bei dem Raben zu landen. Aber auch das ist ein Rabe, den kann man sehr, sehr gut bereits in der Story weggemacht haben, da wir hier mit Tier zusammen langlaufen und jedenfalls... Nein, ich sag jetzt nichts weiter. Okay, ich sag jetzt nichts zu Tier, aber wir rennen hier mit Tier lang und kommen automatisch hier an diese Stelle und rennen direkt an dem Raben vorbei. Also daher auch einen, den ihr schon eventuell in der Story mitgenommen habt. So, rüber geht's zum Tempel des Lichts. Und zwar kann ich hier auf der Map praktisch gar nicht zeigen. Deswegen habe ich nicht hier reingestiegen an dieser Stelle. Wenn ihr durch den Tempel des Lichts gehen wollt, auch nachdem ihr die Story durch habt, kommt ihr nicht dran vorbei an diesen Dingern, wo ich gerade mich lang geschwungen habe, euch lang zu schwingen. Also wenn ihr hier durchreist sowieso, dann könnt ihr es halt wie gesagt im Storyverlauf machen, wie ich es hier gerade mache im Tempel des Lichts und dann einmal hier abbiegen. Ist relativ verborgen dadurch, dass das so dunkel ist, da sieht man das nicht sofort. Und den Raben müssen wir dann auch so ein bisschen tricky hier über diese Abprallersteine sozusagen machen. Ein bisschen weit unten anlegen. Dann kommt die blaue Linie und der Rabe ist Geschichte. Und damit kommen wir gleich zum zweiten Raben im Tempel des Lichts. Auch den könnt ihr schon in der Story machen. Also in der Story ist das möglich, gar kein Problem. Hier nochmal die Karte. Wie gesagt, macht keinen Sinn, wirklich sie einzublenden. Aber euer Wunsch, mein Befehl, ihr wollt öfters die Karte sehen, auch wenn sie sinnlos ist, dann blenden wir sie ein. Also auch hier Storyverlauf kommt er lang. Hier ist ein relativ großer Kampf. Hier ist ein relativ großer Kampf. Und dahinter seht ihr schon den Raben leuchten. Ansonsten rennt ihr, wie gesagt, einfach durch den Tempel des Lichts durch. Nachteil ist, wenn ihr das Ganze macht nach der Story, ihr müsst auch den kompletten Weg zurückrennen. Es gibt da hinten keinen Ausgang, der euch glücklich macht, sondern ihr rennt dann wirklich durch den Tempel zurück. Jedenfalls ist das meine Meinung. So, die Schluchten. Weiterhin Alfheim. Das ist jetzt sozusagen in die andere Seite hinaus vom Schnellreisetor, wo es dann halt auch in die Barrens geht, in das Ödland auf Deutsch. Ne? Genau, ich habe hier auf Englisch gespielt, jetzt beim nächsten Durchgang und deswegen muss ich jedes Mal ganz kurz überlegen, wie die Zone denn nochmal bitteschön im Deutschen heißt. Das Ödland. Das Ödland. Genau da geht es hier hin. Zum Ödland. Wir sehen es auch gleich eingeblendet. Da haben wir es jetzt schon. Das Ödland. Und hier können wir ja uns frei bewegen, aber auch hier müsst ihr natürlich vorher den Gefallen erledigen. Des Sands. Einmal, ihr müsst also die beiden Viecher befreien, diese beiden Quallen. Und dementsprechend die beiden Sandgefallen machen, damit ihr hier das Gebiet freigeschaltet habt und hier euch so vernünftig bewegen könnt. Und dann habe ich den Vorteil, ich brauche das nur wirklich ganz kurz auf der Map zu zeigen, wo wir uns befinden. Und dann können wir dort auch direkt gleich den Raben sozusagen erledigen. Auch hier Freyas Figur eindeutig gut zu erkennen. Ich weiß immer gar nicht, Freya und Freya, also ihr Bruder und sie, der Unterschied in der Aussprache vom Namen her, da will mir gar nichts bei einfallen, wenn ich ganz ehrlich bin. So, damit das nächste in den verbotenen Sanden. Verbotene Sande sind nämlich zum Glück relativ viele Sammelobjekte, da haben wir also viele Raben am Stück. Und das Schöne ist halt auch, dass das natürlich Teil dessen ist, wenn ihr die zweite Qualle, sage ich jetzt mal, Hyulga oder wie die heißen, befreit habt. Die Figur davor könnte bei euch eventuell weg sein. Ich verrate hier im Video nicht warum, aber wenn sie bei euch weg ist, dann habt ihr noch freieren Blick auf den Raben. Oh, wieder vorbeigeschmissen, mein Speer. So, da sitzt er. Wunderbar, der nächste Rabe geknackt. So, jetzt kommen wir zu diesem Tempel hier. Und da müsst ihr unten einmal... Ach ja, genau, hier müsst ihr nämlich die Axt reinwerfen, damit das Ganze offen ist. Schöne Grüße an denjenigen, dem ich da weitergeholfen habe an dieser Stelle, dass man dort einfach die Axt reinwirft, um dann hier unten ja nicht nur eine Nornentruhe zu finden, sondern halt auch einen Raben. Und das ist dann schon auch wieder der letzte Rabe hier in den verbotenen Sanden. Und vor allem auch hier in Alfheim, weil dann sind wir hier fertig mit Alfheim. So, ich habe jetzt einmal den Speer einmal nach oben rübergeschoben, nachdem ich da unten dreimal vorbeigeworfen habe. Warte jetzt, dass er angeflogen kommt und da ist ein Auftritt und da ist er down. Sehr schön, ab geht es nach
Vanaheim. Vanaheim, da warten jetzt die meisten Raben auf uns. Direkt Storybeginn sozusagen, wenn ihr wollt. Südliche Wildnis, unten sind wir reingekommen. In der Story müssen wir einmal hier unter diesen knorki wurzeligen Bäumen drunter durch. Und dann haben wir hier einen Raben, der hier einmal den kleinen Teich umkreist. Nehmen ihn aufs Korn, machen ihn weg und können nur weiter jumpen zu Freyas Lager. Und zwar drehe ich mich hier einmal so schön im Kreis, dass ihr das sehen könnt, wo wir uns ungefähr befinden. Ansonsten müsst ihr euch halt, wie gesagt, auch mal zwei, dreimal wirklich da selbst behelfen, indem ihr da einen Weg oder was nehmt oder nicht nehmt. Ich bin jetzt halt, wie gesagt, ein bisschen früh hier eingestiegen. Ein bisschen früher, damit ihr wirklich hier den Weg hoffentlich finden solltet. Wie gesagt, die Map ist nicht immer dort ein super Freund, aber ansonsten einfach auf Pause hauen, gucken, wo bin ich platziert und wo seid ihr platziert. Und dann sollte das Ganze hoffentlich für euch machbar, schaffbar sein. Von da sind wir gekommen. Da ist dann dieser Ritter, der da liegt. Wir gehen durch den Durchgang durch, drehen uns einmal um und dann oben im Baum ist der nächste Rabe zu finden. In den östlichen Barry-Wäldern. Auch den könnt ihr direkt in der Story schon wegmachen. So, dann geht's rüber zum verlassenen Dorf. Da müsst ihr vorher mit dem Boot hinfahren. Oder halt innerhalb der Story, aber innerhalb der Story kommen wir, glaube ich, an den Raben noch gar nicht dran. Doch das wäre möglich gewesen. Das wäre möglich gewesen innerhalb der Story. Und ist nicht so leicht beim verlassenen Dorf, das ganz genau hinzubekommen. Aber quick und dirty Video, habt ihr Probleme, nehmt das Video, das verlassene Dorf von mir. So, damit geht's runter ins Flussdelta. Flussdelta, da unten kommen wir generell nur mit dem Schiff hin, wenn es Tag ist. Damit dann der eine Baumstamm bei Freyas Lager, wo das Schiff ist, nicht, ja, damit das Schiff dort unter diesem Baum drunter durchfahren kann. Hier mussten wir jetzt erst das Tor herunterlassen, das haben wir gemacht, indem wir da diesen Kronleuchter, sage ich mal, benutzt haben und da rechts und links das Gestrüpp angezündet haben, um hier den freischalten zu können. Wir sind Flussdelta. Diese Brücke hier, die macht ihr nur runter von der anderen Seite. Die macht ihr, da habt ihr gesehen, die Kette, die macht ihr von der anderen Seite runter. Wenn ihr hier noch nicht wart, dann könnt ihr nicht einfach so schnurstracks durchrennen, wie ich das gerade gemacht habe. Dann müsst ihr erst natürlich entsprechend einfach den Gefallen vom Geist machen, der dort auf der Insel war. Einfach seinen Gefallen machen, dann führt ihr euch automatisch genau dorthin, wo ihr lang müsst, um diese Brücke freizuschalten. So, ganz im Süden angesiedelt, Pfeil der Göttin auch direkt am Strand sozusagen zu finden, das Ding, das war also easy peasy, sage ich mal. Und von da aus fahren wir mit dem Boot nochmal hier rüber zum verborgenen Durchgang. Von da sind wir gekommen mit unserem Boot und direkt da oben drüber ist der Rabe. Das ist also genau hier gegenüber von Pfeil der Göttin. Und damit geht es rüber zu den Sachen, wo ihr den Krater freigeschaltet haben müsst. Und zwar gehen wir einmal in den Dschungel. Da hinten ist das Schnellreisetor. Wir müssen auch mit dem Boot einmal drumherum paddeln. Habe ich auf der Karte kurz angedeutet, weil wir von hinten rein müssen, vom Dock aus sozusagen. Und dann hier müssen wir uns auch erst, das habe ich mit reingemacht, weil das ist irgendwie relativ vielleicht unschlüssig, wie man hier dieses Tor aufbekommt. Deswegen habe ich das drin gelassen. Ihr habt in der Mitte den Berserkerkampfplatz dort. Könnt ihr hier langlaufen und das Tor erstmal herunterlassen. Ihr habt gesehen, da ist auch ein Dock, wo ihr anlegen könnt mit eurem Schiff, mit eurem Boot. Schiff ist jetzt wohl ein bisschen übertrieben, ne? Mit eurer Titanic, wie auch immer. Und dann fahren wir hier mit dem Boot. Jetzt spule ich hier ein bisschen mit zweifacher Geschwindigkeit vor, weil das hier nur reine Laufwege sind und wir relativ hier lange lang paddeln, um das ein bisschen abzukürzen. Da seht ihr schon den Raben, ne? Da seht ihr den Raben, einmal hier anlegen. Dann können wir uns umdrehen und ihn wegmachen. Ja, 20 Minuten im Video und bereits 39 Raben erledigt. Also ich sag mal, ne, da geht was. Also das ist wirklich flott hier. So, die Ebenen. Die Ebenen haben wir jetzt auch wieder. Viele Raben, das ist sehr, sehr schön. Und hier werden wir auch viele am Stück machen. Da ist das Schnellreisetor. Dafür müsst ihr vorher den Krater geflutet haben, um dort mit dem Boot hinzufahren, um das Schnellreisetor freischalten zu können. Natürlich, der Krater muss geflutet sein, ganz, ganz wichtig. Und hier machen wir jetzt noch einen Cut und nehmen das nächste Dock. Hier seht ihr das schön. Ich bin hier bei diesem Kristallbaum in der Mitte. Das kann man auch sehr, sehr gut erkennen, ne? Es ist Nacht bei mir.
Ich weiß gar nicht, ob es hier wirklich wichtig ist, dass es Nacht bei mir ist, aber sicher ist sicher für euch als Hinweis. Und dann machen wir da den Raben weg. Ne? Wir sind hier weiter an derselben Stelle. Ja, ich blende immer wieder trotzdem die Map ein. Für denjenigen, der direkt an der Stelle halt ins Video reinspringt, hat dann hier die Karte zur Verfügung. Und von da aus müssen wir hier lang gehen. Hier kann sein, dass dieser Troll, übrigens hier, dem, wo ich gerade an dem Tor vorbeirenne, da kommen wir gleich noch zurück hin, dass dieser Troll bei euch eventuell nicht da ist, dann schaltet wieder auf Tag um. Ne? Dann schaltet wieder auf Tag um, da ist ein wütender Troll an der Tür. Den müsst ihr wegmachen, um die Tür aufmachen zu können. Und deswegen der Hinweis hier auch dafür. Wir rennen jetzt aber erst einmal hier unten zu dem Raben hin. Von da aus geht es direkt weiter zum nächsten. Also hier haben wir jetzt das Ganze relativ angenehm verpackt, indem wir hier am Stück laufen. So, da sind wir auch schon beim nächsten angekommen. Und auch von dem hier werden wir wieder direkt zum nächsten rüberlaufen. Wie gesagt, die Ebene hat viele Raben. Und da können wir das Ganze wirklich hier fein machen, ohne dass ihr zwischendurch wieder gucken müsst, euch orientieren müsst auf der Karte. Finde ich ja immer schön, aber wie gesagt, das Video war von euch gewünscht. Nur Raben, Quick und Dirty. Und hier habt ihr Quick und Dirty. Das ist nochmal ein Schnellreisetor, das ihr gesehen habt. Ihr könntet auch von diesem Schnellreisetor kommen. Und jetzt habe ich das gesagt gehabt, ne? Hier davor ist normalerweise so ein Troll noch vor dem Tor davor, den ihr wegmachen müsst. Ihr seht das auch da, dieses goldene Leuchten. Ne? Das bedeutet, dass wir, da wäre sogar ein Zaun am Tag. Am Tag wäre dann Zaun. Also am Tag kommt ihr da gar nicht durch. Dann ist wahrscheinlich auch kein Troll am Tag, gehe ich jetzt mal von aus. Das ist nur so eine Vermutung, wie gesagt. Am Tag ist dort kein Durchkommen, weil wir haben gesehen, da dieses Holz mit dem goldenen Glitzer dran, das sind immer Wände, die zu sind am Tag und offen sind in der Nacht. So, wenn wir hier rauskommen, kommt der dicke, fette Drachen. Spoiler, Spoiler, Spoiler. Den ich dann jetzt natürlich rausschneide, weil wir direkt zum Raben rennen und dann hier sozusagen das längsten Part haben für einen Raben. Aber es war ein relativ langer Weg, den ich auch nicht spulen wollte, damit ihr hier mit rechts und links nicht durcheinander kommt, wo ich abbiege. Ich finde das dann kontraproduktiv, wenn ich hier mit zweifacher Geschwindigkeit lang gelaufen wäre. Das kann dann doch eher verwirren. So, ab geht's nach Helheim. Helheim haben wir zwei Stück. Und zwar einmal da oben seht ihr unser Schnellreisetor. Da sind wir angekommen. Und da werden wir gleich wieder hin zurückgehen. Also ich werde nicht hin zurückgehen, aber ich sag's euch. So, Rabe Nummer 1. Und jetzt springen wir wieder ans Schnellreisetor ran. So, jetzt stehen wir wieder hier direkt am Schnellreisetor. Nein, da unten haben wir eben gerade gestanden, um den Raben wegzumachen. Und biegen aber vorher hier ab. Biegen hier ab und können dort dann den nächsten Raben holen, um dann anschließend nach Muspelheim zu reisen und dort die letzten zu haben. Und um nach Muspelheim zu kommen wiederum, braucht ihr die Muspelheim-Samen. Und wie ihr die bekommt, findet ihr in meinen Da habe ich sogar ein eigenes Video für, wo ihr die Muspelheim-Samen findet, falls ihr hier noch nicht hinkommt. So, wir sind einmal an Syrtas Schmiede. Das könnt ihr auch innerhalb der Story machen. Ne? Wenn ihr noch im Storyverlauf seid, könnt ihr das in der Story machen, ich glaube aber erst auf dem Rückweg von dem, was immer ihr da hinten getan habt. Und dann haben wir einmal die brennenden Klippen. Und das ist unser letzter Rabe. Nummer 48 steht hier an. Und wenn ihr auf diese verlockende Kiste drauf zulauft, wendet einmal die Augen nach rechts und seht dort euren letzten Raben. Und damit kommen wir zu den Belohnungen, denn wofür lohnt sich der ganze Schmarrn? Denn ja, es lohnt sich wirklich die Rabenrüstung. Zwei Teile des Rabensets sind sehr, sehr, sehr gut. Also wenn ihr den Set-Bonus mitnehmen wollt vom Rabenset, ihr bekommt nämlich eine komplette Rüstung. Das habe ich gleich so ein bisschen zusammengeschnitten, die ganzen Belohnungen, was es gibt. Anschließend kommt ja nochmal ein Boss und auch da bekommt man nochmal gut Sachen. Das habe ich jetzt hier für euch zusammengeschnitten. Das war es von 48 Raben in God of War Ragnarök. Ich hoffe, das Video war genau so zusammengeschnitten, gemacht, getan, dass es euch glücklich macht. Wenn dem so war, denkt an den Daumen nach oben, würde ich mich wahnsinnig drüber freuen. Abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht getan habt, weil ist es immer gut. Ich freue mich drüber. Nein, und natürlich halt auch, wenn ihr die Glocke aktiviert, verpasst ihr hier kein neues, weiteres Video. Damit danke ich euch fürs dabei sein und sage bis zum nächsten Mal. So long, goodbye, keep gaming, euer Goodie.
Well done, brother. Clearly the ravens, the children, appreciated it as well. Is there nothing to be done for them? I believe we have done something. Perhaps. What's this? Ah, a memory of war. You could use this as a training arena if you like. You'll just be fighting the recollections of enemies. They won't be able to harm you.